Hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der geilsten Map, die der LS19 je hervorgebracht hat. Auf der Multimap in der nagelneuen Version 2021. Finden wir mal der Shorty von der Test Area. Und wir wollen mal ein bisschen weitermachen. Heute Abend ist ja Livestream. Oh, hier haben wir noch einen Rest Hafer. Spuck aus. 192.000. Wir werden hier so reich, ne? Wir werden hier so reich. So, 23 muss, 24 muss kalt werden. Ja. So, der wartet jetzt auf der 15. Abfahrermodus. Feld 15. Techniko, lass mal. Fahr da mal hin. Mach da mal deinen Job. So. Stroh. Pferde. Haben Stroh. Okay. Schafe brauchen kein Stroh. Produktivität 40%. Den fehlt halt noch. Ne? Naja. Kühe. Haben Stroh. Schweine haben Stroh, Pferde haben auch Stroh. Was machen wir jetzt mit dem Stroh? Ich würde sagen Kompost. Kompost. Produktionen, Kompostwerk anliefern. Ja, wenn alles mit Stroh versorgt ist und das Kompostwerk auch mit Stroh voll ist, dann ja, Stroh verkaufen, ne? Direkt verkaufen. So, Sämaschine, Mais, Feld 10, bla bla bla, erster Wegpunkt. Kannst jetzt anfangen. Da war ja das Problem, da musste gekalkt werden, ne? Und es ist kalt, es ist gepflügt. Ja, kannst mit dem Ansehen hier beginnen. Mais. Mais, ja, Mais. So. Der Pickup. Ich. Da war doch noch. Da war doch noch. Von wegen Dorfladen. Dorfladen. Deshalb ist doch der Pickup hier. Genau. Wir wollten den Verkaufsträger Dorfladen anbinden. Wollen wir mal gucken. Wir haben eine Ein- und eine Ausfahrt. Sehr schön. Werde ich mal von hier tun. Das ist so nicht richtig. Jetzt habe ich es natürlich auch noch geklickt, ne? So, guck. Dorfladen. Zack, zack, zack. Da ist der Trigger. Sehr gut. Wieder eine Verkaufsstelle mehr. Wunderschön. Wenn wir dann alle Verkaufsstellen haben, dann sind wir fein raus, ne? Sind wir fein raus. Dann können wir alles überall automatisch verkaufen lassen in Zukunft. Weil wir haben ja so enorme Geldprobleme. Aufs Konto. Ich glaube das nicht. 24 Millionen Tendenz steigend. Das ist halt der leichte Schwierigkeitsgrad hier auf der Map. Und warum denn auch nicht mal so einfach reich werden. Ja, ich meine, dieser Break-Even-Point oder wie man das auch immer nennen mag, der ist irgendwann auf jeder Map erreicht, dass man sich dusselig verdient. Aber dann hier geht das halt schon ziemlich schnell. Und warum auch nicht? Wir werden hier gucken, dass wir einige Produktionen noch anstoßen, aber
Wir sind halt nicht gezwungen, von diesen Produktionen auch was zu verkaufen. Geld haben wir ja noch. Geld haben wir ja noch. So, damit ist der Dorfladen auch angebunden. Sehr schön. Und dann kann der kleine Pickup wieder nach Hause. Und weg. Tschüss. So, wir haben... Der ist hier leer. Was mache ich mit dir? Würde ich ja für irgendwas benutzen, ne? Haben wir schon Silage abgeholt irgendwo? Ich glaube, das war mit so das erste, ne? Wir machen mal Folgendes. Wir fahren mal zum Futterwerk. Ein Moment. Ich brauche den noch als Abfahrer. Genau. Und zwar, jetzt hätte ich wieder fast den Überblick verloren. Den Überblick verloren. 24. So. Technikhof. Jetzt Zielort. Sicher ist, ich fahre da mal hin. Du hier bist fertig. Noch nicht, noch nicht. Kalk. Wo muss noch gekalkt werden? 32 nicht. 31 nicht. 23 kannst du schon mal anfangen zu kalken. Feld 23. Kalk. Sehr schön. Erster Wegpunkt. Und ab dafür. Pflügen. Denke im Moment nicht. Frag den erstmal ein. Wir werden das noch früh genug rausbekommen, ob irgendwo noch gepflügt werden muss. Warum hast du denn Kollision, sag mal? Eigentlich hast du doch gar keine Kollision. Jetzt auf einmal Kollision. Unverschämt. Das war doch sonst nicht. Wenn du Kollision hast, krieg ich dich nirgendwo reingestellt, ne? Das ist mir auch mal wieder ein Rätsel. Was ist denn, wenn ich dich abmache? Wieder dran mache? Aha. Gut. Könnte sein. Passt erstmal. Der ist fertig. Mehl. War das wegen dem Mehl? Dorfladen, Mehl, Gedönse? Wir gucken. Gucken. Wir gucken. Wir gucken. Gucken. Mehl. Bester Verkauf. Boah. Tatsächlich, Dorfladen. Ich schicke den mal so zum Dorfladen jetzt hin, ne? Und dann verkaufen wir das gemeinsam. Wir haben schon viele Verkaufspunkte drin. So ist es nicht. Ah. Gärende Reste. 800.000 Liter. Mein lieber Scheu. Das wird jetzt im Moment dauern. Kürbel ist eh fertig. Paletten. Die habe ich aus den Paletten. Der Palettenlager, ne? Ja, Palettenmangel wird dann also auch hier irgendwann zuschlagen, obwohl wir 3 Palettenproduktionen haben. So, damit müsste dann aber die Brennerei jetzt ihren Lied auf den Achnee. Ja, Paletten, Kartoffeln. Die Brennerei braucht noch Weizen.
Fahr du jetzt zum Sägewerk Nord? Da steht noch Papier rum. Kannst du dich drum kümmern? Ja, den hier, ne? Den brauchen wir gar nicht. Den brauchen wir überhaupt nicht, Leute. Ich wollte damit Wasser transportieren für die Produktionen. Aber im Gegensatz zu anderen Maps, wo man Produktionen Wasser anliefern muss, sind... Ich versuche das jetzt so wiederzugeben, wie ich es gelesen habe, ne? Sind die Produktionen hier auf der besten Map der Welt, auf der Multimap 2021, so hochmodern, dass die eigene Wasseranschlüsse im Werk haben. Man muss nicht mehr wie im Mittelalter Wasser anliefern. Also macht schon irgendwie auch Sinn, ja? Jetzt mal ganz ehrlich. Auch wenn es lustig ist. Auf jeden Fall können wir den dann loswerden. So, der ist gespannt, brauchen wir erstmal nicht. Erste 24, da kommt der Heini. Was hatten wir denn mit der Gerste gemacht? Ich glaube, die Gerste war für die Schweinefutterproduktion. Ja. So, du stehst hier bei den Sojabohnen. Der Drescher steht im Unterstand. Mit dir fahren wir jetzt hier Futter holen. Auch wir machen das so. Produktionen, Futterwerk, abholen, Schweinefutter machen wir, genau. Abholen, Schweinefutter, du sollst dann halt bei den Tiere Schweine anliefern. Wird natürlich nicht voll der Anhänger, aber so fängt er zumindest schon mal an zu beladen. Nicht wahr? So, wir können mal kurz gucken. Wir haben ja Sojabohnen angeliefert. Und Leerpaletten. Bis zum Abwinken. Das ist schon eng da, die Kante. Muss ich ja sagen. Quark wird produziert. Haarmilch wird produziert. Joghurt wird produziert. Jetzt hatten wir Sojabohnen angeliefert. Dann wird jetzt das auch mit der Sojamilch starten. Aber natürlich erst, wenn wir Milch geliefert haben. Wir brauchen noch Milch. Die müssen wir noch bringen. Was ist hier? 15 Weizen. Ja, ich habe hier die Feldumfahrung rausgenommen. Also die Fruchtumfahrung. Jetzt versucht ja, wenn er voll ist, auch nicht mehr rückwärts zu setzen und fährt sich nicht mehr auf den großen Heuhaufen fest. Strohhaufen. Du bist leer? Okay. Feld. Ich fahre dich von Hand. Das war Feld 32. Viel ist da nicht mehr. Jetzt habe ich den Kalkstreuer losgeschickt, Kalk zu streuen. Auf einem Feld, wo noch ohne Ende Stroh drauf liegt, ne? Ach Leute. Das war doch wieder ein Eigentor. Der kann doch Kalk erst los ausbringen, wenn... Ups. Wenn... Jetzt habe ich aufs Feld geguckt. Wenn das Stroh da weg ist. Ah. Da, wo jetzt Stroh liegt, bezweifle ich, dass das Kalk, dass der liegen bleibt. V, B, X. Ne? Warum? So, jetzt. Jetzt. So, die letzten Halme. An Stroh hier.
Wenn ich dazwischen fahre, wird das dann... Nein. Ist er nicht breit genug. Hat der Kalk ausgebracht, ne? Oh, scheint doch zu wirken. Man kann Kalk ausbringen, obwohl Stroh noch auf dem Acker liegt. Ist es wahr? Das ist ja genial. Das ist ja genial. So. Das ist dann hier der letzte Rest vom Schützenfest. Und Kalk. Wir fahren dann. Den Modus. So. Wir fahren dann von der 23. Zum Kompostwerk. Genau. Hier nehmen wir Feld 23. Drescher. Das ist der Wegpunkt. Ein bisschen Abstand lassen. Ne, die 3 Meter links. Ja, 3,5 waren besser. So. Das an, das an. Los geht's. Klappst du dich jetzt zusammen oder fährst du, wie du bist? Gut, dass die Arme keine Kollision haben. So, hier drüben bist fertig. Dann stelle ich dich jetzt um auf Sonnenblumen. Aber wir sind ja schon durch. Hier. So, jetzt. Okay, nachher gibt es Livestream, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann würde ich sagen, machen wir da weiter. So. Let's see. Ne, Feld 8 ist richtig. Feld 8 Sonnenblumen. Hier muss ich noch umstellen. Und dann gib ihm. Vielen lieben Dank wieder fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal, das hilft mir, das hilft damit dann auch euch weiter. Ich war bin und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Also gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was natürlich in der heutigen Zeit das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.